Das Projekt angekommen ist besonders, weil es zum Ziel hat, junge Leute genau da abzuholen, wo sie stehen, sie mit ihren persönlichen Bedürfnissen anzunehmen und deutlich zu machen, du bist hier willkommen, wir wollen, dass du in deiner Stadt gut ankommst und wir begleiten dich auf dem Weg, der jetzt vor dir liegt, bei den nächsten Schritten. Dieses Projekt setzt ein Zeichen, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine andere Gesellschaft gestalten. Wir verstehen uns als Einwanderungsgesellschaft. Wir wissen auch, dass hier unterschiedlichste Kulturen, Nationalitäten zusammenleben. Und wir sehen das als Potenzial und müssen das nicht abwehren, sondern müssen es gestalten. Und dafür steht dieses Projekt. Und deswegen ist es ein tolles Zeichen. Und ich danke auch allen Beteiligten, die daran mitmachen. Die Zeit ist einfach reif dafür, dass wir Einwanderung offensiv gestalten, dass wir die Potenziale sehen, dass wir Schwierigkeiten nicht wegreden. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, die können wir aber gestalten, die können wir schaffen. Und das ist das Signal, was von Nordrhein-Westfalen und in diesem Fall hier von Dortmund für dieses Projekt ausgeht. Es geht und es geht gut und es ist gut für alle, für die jungen Menschen, aber auch für unsere Gesellschaft in Zeiten von Fachkräftemangel. Wir können es uns gar nicht leisten, das Potenzial irgendeines jungen Menschen zu verschwenden. Das wäre ganz toll, wenn wir in einiger Zeit, in 3 Jahren sehen könnten, die jungen Menschen haben sich gefestigt, die bringen ja ganz viel Kummer mit, wenn sie hierher kommen, haben oft eine Odyssee hinter sich, wenn die Fuß gefasst haben in einem Beruf, dass sie dann auch hinterher ihr Leben selbst gestalten können, sich selbst ernähren können und dann auch Teil unserer Zivilgesellschaft, unserer Bürgergesellschaft geworden sind.